Ernsthaft? Also gut, es war jetzt einfach eine richtig gute Wahl, D-Dog mitzunehmen, weil der das Vieh tatsächlich aus der Ferne gerochen hat. Ist ja der Knaller. Und ein herzliches Willkommen zurück bei Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Wir machen jetzt zwischendrin mal wieder eine kurze Nebenoperation und zwar Nummer 47. Holen Sie das verschwundene Schaf raus. Holen Sie das Schaf raus, das sich von der Herde getrennt hat und in einen bestimmten Außenposten gelaufen ist. Also hört sich nach einer unglaublich wichtigen Mission an, für die es insgesamt zumindest 30.000 GMP gibt. Puh, ja, machen wir das halt mal, ne? Zum Ort der Nebenoperation wechseln. Yep. So, dann lass uns mal gucken, was bedeutet das denn jetzt nochmal genau? Hier ist ein blaues Ding. Da ist ein blaues Ding. Wie jetzt? Gibt es jetzt drei Schafe? Oder weiß man nicht genau, wo sich das Schaf befindet? Ja, egal. Ich fliege da jetzt direkt mal hin. An dieser Position aussteigen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir D-Dog mit? Ja, nehmen wir D-Dog mit. Aktuelle Zeit. Ach komm, fliegen wir morgen, dass wir schön Tageslicht haben. Aber es war ja, glaube ich, gerade am Tag. Man weiß es nicht, wenn man so selten aus dem Fenster guckt. Auf jeden Fall scheint es neben den eben zufällig rumlaufenden Tieren tatsächlich auch Nebenoperationen zu geben, indem man eben auch gezielt irgendwelche Tiere herausholen muss. Warum auch immer, man muss bei Metal Gear Solid nicht immer alles hinterfragen. Ja, der erste Wink mit dem Zaunpfahl auf die legendäre Quiet, auf die wir dann demnächst dann wohl auch mal stoßen werden. Aber erstmal müssen wir uns um Schafe kümmern, ist klar, ja? Priorität 1. Und das wird wohl wieder so eine Nadel im Heuhaufen-Mission sein, ja? Stimmt natürlich. Ich habe mir das irgendwie einfacher vorgestellt. Ich habe gesagt, ein Schaf, das ist doch kein Thema. Aber jetzt werfen wir mal einen Blick auf die iDroid-Karte. So, oh, warte mal. Lauter Pflanzen, die muss ich erstmal holen. So ein Ach ja, klar, logisch. Und irgendwo hier soll sich dann eventuell ein Schaf befinden. Und schon artet diese Mission wieder aus. Okay, alles klar. Wir drehen uns erstmal um. Und pflücken ein paar Pflänzchen. Oh, was sind das denn? Schafe. Das wird jetzt aber dann wohl kaum eines der Schafe sein, die wir für diese Mission brauchen, würde ich jetzt mal behaupten. Das wäre natürlich ein bisschen sehr einfach. Aber wir können sie ja mal vorsichtshalber extrahieren, ne? Warum eigentlich nicht? Zumindest ein paar GMPs und so weiter gibt es. Was gibt es denn eigentlich nochmal dafür? Warte mal, das müssen wir uns jetzt mal genau angucken. Was gibt es nochmal für Schafe, die wir ausfliegen? Ja, erstmal kostet es 300 GMP. Aber irgendwas wird es doch hoffentlich auch bringen, oder? Schauen wir mal. Wenn die Dinger in der Mother Base ankommen, dann kriegen wir links unten eine Einblendung. Enemy presence detected. The map has been updated. Stand da jetzt gerade Mission erfüllt? Nee, ne? Was stand denn da? Ich bin aber auch immer sowas von aufmerksam. Sag mal, kann man das irgendwo. Kann man das irgendwo. Warte mal schnell. Missionen. Protokoll vielleicht. Nebenoperation: holen Sie das verschwundene Schaf raus. In festgelegten Gebiet eingetroffen. Achso, nee, das war bloß die Statusmeldung. Okay, alles klar. Also, und das soll jetzt das Dörfchen sein, wo sich eventuell ein Schaf befindet. Ach, warte mal, jetzt fällt mir gerade noch was ganz anderes ein. Ich muss hier auch mal wieder. Warte mal, einen von diesen Käfigen legen. Wo habe ich denn die. Habe ich gar keinen von diesen Käfigen dabei? Das ist ja doof. Da muss ich mir natürlich mal wieder welche einstecken. Das gibt ja dann Kleingetier. So, erstmal hier, ne? Good boy.
So, und irgendwo hier soll sich jetzt das Schaf befinden. Ich soll jetzt das ganze Gebäude, das ganze Ding durchsuchen. Erstmal markieren wir ein paar Jungs. So, gar nicht so einfach, da welche zu sehen, ne? Aber der steht tatsächlich ungewöhnlich weit draußen. So weit draußen sind die normalerweise in diesem Dorf ja nicht. Und die Dog? Ich meine, gut, ist vielleicht jetzt wirklich gut, dass ich die Dog dabei habe. Na komm, ich arbeite mich jetzt einfach mal durch. Gehen wir mal... Oh. Was ist das denn? Was hat mein guter D-Dog da entdeckt? Oh, da hinten fährt ein LKW. Ernsthaft? Also gut, das war jetzt... Nee, es war jetzt einfach eine richtig gute Wahl, D-Dog mitzunehmen. Weil der das Vieh tatsächlich... aus der Ferne gerochen hat. Ist ja der Knaller. Gut, dann schauen wir mal, ob wir hier durch das Gebäude weiter durchkommen. Es ist jetzt schließlich der helllichte Tag, ne? Schlechte Idee. Falsche Waffe, falsche Waffe. Das war knapp. So, du bleibst jetzt mal schön da. Gut, er ist aufmerksam. Aber er hat mich nicht gesehen. Jetzt muss ich schnell sein. Gut, dann holen wir erstmal das Schaf raus, würde ich mal sagen, ne? Goodbye. Achso, ich muss sie hier betäuben. Sorry. So. Den guten Mann nehmen wir auch noch mit. Schafe unter sich. Gut. Das war's schon. Das ist ja toll. Ja gut, ist ja schließlich auch nur eine Nebenoperation. Tja, ich könnte jetzt aber natürlich trotzdem spaßeshalber jetzt noch ein bisschen dieses Dorf hier durchkämmen und einfach ein paar Ressourcen sammeln, ne? Die Dog habe ich dabei, also da wird mir restzeitig die einzelnen Gegner markieren. Ah, da hinten ist aber auch einer. Den habe ich jetzt aber gesehen. Vor dir, lieber D-Dog. Und habe ich da gerade einen Diamanten blitzen sehen? Oh ja, unter der Brücke. Das ist natürlich jetzt auch super geil hier am helllichten Tag. Ob das so eine gute Idee ist? Komm, es ist auch nicht unbedingt besonders leise, was du hier machst, Snake, ne? Aber ich will natürlich jetzt diesen scheiß Rohdiamanten. Heilpflanzen hast du auch gefunden. Eieiei. Tatsächlich. Tja, Kräuterkunde der anderen Art. So, kannst du hier auch durchkriechen, D-Dog? Da wäre ich beeindruckt. Da ist das gute Stück. Komm, dann nutze ich die Nebenoperation jetzt einfach mal, um tatsächlich ein bisschen für Personalnachschub zu sorgen. Das Problem ist bloß, dass die Jungs hier Helme aufhaben, ne? Wenn die Helme aufhaben, ist das immer ein bisschen doof. Huch. Kuckuck. Kuckuck.
So, jetzt sag mir erstmal, wo deine Kumpels sind. Gut. Fliegen wir aus, den guten Mann. Der hat wenigstens keinen Helm auf, sehr gut. Mörser können wir auch gebrauchen. Ja, Personalrekrutierung der anderen Art. Oh, da ist einer aufmerksam geworden. Und ihr werdet noch ein paar seltsame Ballons sehen, das kann ich euch garantieren. So, dann sucht euch erstmal einen Wolf. Währenddessen räume ich eure Bude leer. So, was mache ich denn jetzt? Erledige ich das Ding hier? Was auch immer mir das dann wirklich bringt, ne? Aber... Haben sie mich entdeckt. Gut, komm, dann machen wir jetzt mal was ganz anderes. Wir holen uns mal Luftunterstützung. Was hältst du von der Idee? Den Spaß könnten wir uns eigentlich mal machen, oder? Luftunterstützung. Mal gucken, was unser guter Helikoptermann macht. Ich bin gespannt. Also ich sehe die Granate nicht, dann wird sie mir hoffentlich auch nichts tun. Okay, sehr gut. Genau richtig gedacht. So, warte mal. Kommt jetzt eigentlich ein Helikopter her oder wie ist es? Oder kommt er oder was? Wie lange braucht der, bis der hier ist? Also Granaten habe ich auch, ne? Das war natürlich jetzt sehr doof. Das war jetzt einfach mal ein Versuch, aber das war natürlich jetzt echt richtig bescheuert. Ist jetzt die Frage, ist die Nebenoperation jetzt geglückt oder nicht? Es macht halt in dem Spiel dann doch nicht unbedingt Sinn, da als Rambo durchzugehen. Warte mal, ich gucke jetzt mal ganz kurz in die Missionsliste rein. Nebenoperation. Ach doch. Nö, alles klar. Die Mission ist auf jeden Fall als erfüllt, also das war alles halb so wild. Ich habe bloß die ganzen Ressourcen verloren, die ich jetzt am Ende noch gesammelt habe, aber gut. Es zeigt einem normal, es kann sehr gut gehen, aber es kann auch richtig in die Hose gehen. Also es ist halt einfach kein Call of Duty, kein Rambo-Spiel. Egal, witzig war es trotzdem, ne? D-Dog hat auch einen guten Job gemacht. Und dann würde ich aber sagen, dann machen wir jetzt hier einfach mal einen Cut. Das war jetzt erstmal diese eine kurze Nebenoperation. In den nächsten Videos stürzen wir uns dann wieder in eine Hauptmission mit ein bisschen mehr Action. Ja. Und D-Dog und ich arbeiten weiter an unserer Beziehung, ne? Guter Mann. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffe ich doch. Bis dahin. Tschüss.